dass sich das von ganz alleine vermarktet, das ist die eine Seite. Und die Ziele, die Herr Dr. Höpke genannt hat, die unterschreibe ich allesamt auf. Ökologisch, Innenentwicklung, wunderbar, das ist völliger Konsens. Aber Sie müssen Folgendes bedenken, bei Stuttgart 21, das, wie soll ich das sagen, wie kann ich das knapp sagen, durch den Schwenk der Gleisachse um 90 Grad wird eine komplett neue Schieneninfrastruktur aufgebaut, die nicht während der Bauzeit punktuell auf bestehende Bestandsstrecken aufsetzen kann. Das sind komplett neue Ausrichtungen in Himmelsrichtungen. Das heißt, dieses System muss erstmal komplett fertig gebaut werden. Die Bahn selber rechnet ja offiziell mit ungefähr 10 Jahren Bauzeit. Wir wissen inzwischen, und wir sind so eine breite Bürgerbewegung geworden, wir kriegen inzwischen auch intern aus von der Bahn mit. Die Bahn rechnet inzwischen im Jahr 2024 mit der Fertigstellung. Während dieser ganzen Zeit kann also der bestehende Gleiskorridor nicht abgetragen werden. Das muss ja weiterlaufen, der Bahnverkehr. Ne? Frühestens also 2020, 2025 können die beginnen, die Gleise abzutragen und dann vielleicht mal dort eine neue City zu entwickeln. Wir von K21, wir haben ein Modell entwickelt, das darauf hinausläuft, dass man gewisse Flächen, die jetzt sofort bebaubar werden, auch tatsächlich sofort entwickelt werden. Also am Nordbahnhof oben gibt es einen alten Nordbahnhof-Güterbahnhof. Da liegen heute noch Dutzende von Schienen, von Gras überwuchert und Gebüsch. Dort ist der größte Schrotthändler von Stuttgart, man muss sich das mal überlegen, in einer Filetlage, ruhige Lage, in 5 Minuten ist man mit der Straßenbahn in der Innenstadt, eine traumhafte Lage. Dort breitet sich der größte Schrotthändler der Stadt aus. Den Mann muss man rauskaufen für 10, 20 Millionen, keine Ahnung, zum Hafen vielleicht. Dann hat er nicht nur einen Schienenanschluss, sondern einen Schiffsanschluss für den Schrotthändler bestimmt günstig. Und dann hätten wir eine riesige Fläche. Die könnten wir, ab morgen könnten wir beginnen, die zu beplanen und zu entwickeln. Die Stuttgart 21-Seite, die muss man erst abwarten, bis das Projekt komplett in Betrieb geht, also 2020 plus X, weil sie während der gesamten Bauzeit diese Fläche als Baulogistikfläche braucht. Dort werden die 8 Millionen Kubikmeter Erdaushub aus den Tunnels umgeschlagen auf die Güterbahn, die es dann angeblich nach Ostdeutschland in die Braunkohletagebaugruben bringen soll zum Auffüllen. Ja. Während der gesamten Bauzeit wird diese Fläche also in Beschlag sein als Baulogistikfläche. Kann nicht genutzt werden. Das wäre ein Riesenvorteil. Und jetzt denken Sie bitte zum Schluss noch an die Demografiekurve. Wir Deutsche sterben ja aus, wissen wir ja alle. Das geht in Stuttgart ein bisschen langsamer. Stuttgart hat mehr Zuzug als andere Städte, weil wir eben so ein wirtschaftsstarker Standort sind. Aber letztlich wird uns auch dasselbe Schicksal ereilen. Ein bisschen später und vielleicht die Kurve ein bisschen flacher als in anderen Regionen in Deutschland. Und bis Stuttgart 21 fertig gebaut ist und die Gleise rausgerissen werden können und entwickelt werden kann, ist die Nachfrage vielleicht gar nicht mehr da. Die Nachfrage ist jetzt da. Und deswegen sollte man die auch jetzt befriedigen und nicht mit Baustellen belegen. Gut, jetzt vielleicht. Eine andere Fragestellung, die vielleicht auch der eine oder andere interessiert. Stuttgart 21. Wir haben ja in den vergangenen Jahrzehnten, das sind ja auch ökologische Themen wie Atomkonsens heute in der Diskussion. Wir haben Vorläufer erlebt, die Stadtbahn West, Wiel und so weiter und so fort. Ich habe da auch mal, ich glaube im Spiegel war es, da geht es ja über Mühlen, Mühlen letztendlich. Alle diese Diskussionen, die früher von nur Grünen, jungen Grünen geführt wurden, die sind zwischenzeitlich auch im bürgerlichen Lager angekommen. Ich sage es mal so. Wir haben ja heute auch die Umfragen gehört, die Grünen sind erstmal stärker bundesweit wie die SPD. Und ich denke, oder auch die Fragestellung, die Leute haben ja auch angefangen, in Stuttgart ihre Stadt zu lieben. Sie lassen sich nicht bevormunden, es haben auch die kräftigen Demonstrationen in Stuttgart auch gezeigt. Und jetzt stelle ich die Frage, nach dem Grundgesetz geht doch alle Gewalt vom Volke aus. Oder nicht? Die Frage einfach an Sie. Die Frage, geht die Gewalt vom Volke aus? Da lasse ich gerne den Herrn Volke erstmal vorführen. In der Tat, das Grundgesetz sieht vor, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Aber das Grundgesetz sieht natürlich auch vor, dass die Bundesrepublik Deutschland eine repräsentative Demokratie ist. Das kann man gut oder schlecht finden. Man kann zu dem Ergebnis kommen, dass wir vielleicht jetzt 60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs uns mehr direkte Demokratie zutrauen können und vielleicht das Grundgesetz ändern können, um zu mehr Volksentscheiden zu kommen. Das ist durchaus etwas, wofür die FDP Sympathie hegt, aber ich gehöre zu denjenigen, die der Meinung sind, man muss bei einem laufenden Prozess zunächst mal die Spielregeln einhalten, die gelten, und dann kann man vielleicht für die Zukunft neue Spielregeln aufstellen. Und die Spielregeln, die gelten in der Bundesrepublik Deutschland und auch im Land Baden-Württemberg, sind die, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, aber das Volk übt diese Staatsgewalt durch Wahlen aus. Und die Parlamente entscheiden. Und wenn ein Parlament entschieden hat und diese Entscheidung demokratisch zustande gekommen ist, dann muss die Bevölkerung diese Entscheidung respektieren. Ein Parlament kann sich korrigieren. Es gibt an der einen oder anderen Stelle vielleicht die Möglichkeit, auch im Kommunalen über hohe Hürden auch auf Landesebene über Volksentscheide dieses zu korrigieren. Darüber kann man durchaus reden. Aber eines geht mit Sicherheit nicht, dass wir uns nämlich als Stimmungsdemokratie verstehen, wo über Umfragen entschieden wird oder über die Frage, wie viele haben demonstriert. Wohlverstanden, wir nehmen diesen Protest sehr ernst, ich respektiere ihn auch. Wir haben ein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit. Die Menschen dürfen sich friedlich versammeln und gegen dieses Projekt demonstrieren. Das tun auch die allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten, die gegen dieses Projekt demonstrieren. Dieses Grundrecht hat man, aber man hat nicht das Recht, über Demonstrationen oder über Meinungsumfragen parlamentarisch, korrekt und demokratisch zustande gekommene Entscheidungen zu geben. Ja. Gut, vielleicht auch die Frage der Herr Gebhardt mit einem kleinen ergänzenden Hinweis, die Gewalt geht vom Volke aus. Wenn aber gewisse Entscheidungen getroffen sind, muss doch auch der Rechtsstaat dafür sorgen, dass derjenige, der möglicherweise in die Lage versetzt wurde, zu bauen, dass auch dieser Anspruch durchgesetzt werden kann. Die Deutsche Bahn hat ja einen Rechtsanspruch, dass sie bauen darf. Und jetzt kommen wir zu diesen Demonstrationen. Gerade dieser Spagat, Bürger demonstrieren gegen eine Maßnahme, die eigentlich durch die gesetzlichen Parlamente legitimiert wurde, auch rechtlich gesehen, vor dem Gericht. Und die Polizeigewalt, wie sie auch immer ausgeprägt sein wird, vielleicht können Sie da auch was dazu sagen, wenn ein Stück verbar, die muss ja auch dieses Recht durchsetzen, der Deutschen Bahn, dass sie bauen darf, Herr Gebhardt. Vielleicht dann noch die ergänzende Fragestellung an Sie. Also wir leben natürlich in einer repräsentativen Demokratie. Ich habe aber heute nochmal extra nachgeguckt im Internet und festgestellt, ich bin Jahrgang 1957, seit 1956, also ein Jahr vor meiner Geburt, gibt es in Baden-Württemberg bereits das Instrument der Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Da konnte ich als Windelscheißer noch nichts davon wissen, aber inzwischen weiß ich, dass wir dieses Instrument haben. Und wir können nicht jetzt hergehen und sagen, das eine ist wertvoller als das andere. Es steht gleichberechtigt in der Landesverfassung drin. Man hat auf Landesebene dann Kommunalverfassung, also die Gemeindeordnungen verabschiedet. Ja. Sie als Gemeinde können schon lange, in Stuttgart wäre das prinzipiell auch möglich, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid beantragen, wenn Sie irgendwas, ein bestimmtes Thema umtreibt, können Sie das machen. Und das gleiche Recht gibt es auf Landesebene auch. Wo es noch fehlt, ist auf Bundesebene. Da hat es das Gesetzgeber bislang noch nicht ausgeführt. Es steht nirgendwo drin, dass das eine gewichtiger, wertvoller oder das andere vielleicht weniger wichtig und weniger wertvoll ist als das andere. Ja, das steht gleich an. Entschuldigung, nur eine kurze Zwischenintervention. Warum sind Sie dann den Weg nicht gegangen? Weil erstmal das Projekt sehr, sehr lange, wie gesagt, vollkommen umstritten war, auch in Bahnkreisen. So richtig in Gang gekommen ist es ja eigentlich erst vor 3 Jahren. Sie erinnern sich, 2007 im Herbst haben wir in Stuttgart dieses Bürgerbegehren angestrengt. Ja, wir haben in 6 Wochen
das war übrigens der Zeitpunkt, wo ich mich überhaupt in den Widerstand eingeklinkt habe. Ich kenne übrigens auch nebenbei noch, ich war anfangs ein Befürworter von Stuttgart 21. Aber je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr schwenkte ich dann um. Wir haben dann in 6 Wochen 67.000 Unterschriften gesammelt, nur von Stuttgart. Und nötig gewesen wären für die erste Hürde nur 20.000. Und wir fühlten uns damals also ganz im Glück, als wir an dem Tag im September, nee, Oktober irgendwann diese, das war ein Tisch, so lang wie die 2 Tische hier, voll mit Aktenordnern, nur mit Unterschriften, die wir dann im Rathaus übergeben haben. Wir wollten sie übergeben an den Herrn Schuster. Herr Schuster hat sich verleugnen lassen, er war da, er war im Büro, hat sich da eingesperrt und seinen Ordnungsbürgermeister vorgeschickt. War eine sehr peinliche Vorstellung für ihn. Und dieses Bürgerbegehren, das erfolgreichste mit Abstand, das es jemals in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg gab, wurde dann, Sie kennen die Geschichte, nicht akzeptiert, wurde als nicht rechtlich zulässig in der Formulierung. Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche, Sie sprachen vom Land. Okay, ja gut, dieses Projekt wird finanziert und damit auch getragen von mehreren Projektpartnern. Ja, alle Ebenen sind dabei, die Stadt ist dabei, das Land ist dabei, die Region ist dabei, der Bund ist dabei und was die Neubaustrecke angeht, sogar die EU. Also kann das Projekt auch natürlich gekippt werden über jeden einzelnen Projektträger. Und das war damals unser Ansatz, in Stuttgart das zu machen. Wenn die Stadt Stuttgart über dieses Bürgerbegehren gezwungen worden wäre, wenn es geklappt hätte, auszusteigen, seine Finanzierungszusagen zu stoppen oder rückabzuwickeln, wäre dieses Projekt auf jeden Fall zu Falle gekommen. Denn die Stadt Stuttgart trägt nicht, wie es amtlich immer heißt, nur 31,5 Millionen Euro bei zu dem Projekt, sondern hat längst über 1,2 Milliarden Euro Verpflichtungen auf sich genommen, zum Beispiel über diese Grundstücksverkäufe, von denen wir es vorhin schon hatten. Die Stadt Stuttgart hat der Bahn für 460 Millionen Euro die Grundstücke schon vor Jahren abgekauft. Das Projekt hätte 2008 fertig sein sollen. Das heißt, die ursprüngliche Planung war, dass man ab 2008 die Grundstücke wieder weiterverkauft an die Investoren und dadurch wieder einen Gewinn hat. Das funktioniert bekanntlich nicht, weil wir jetzt schon 2010 haben, das Projekt immer noch kaum begonnen ist. Das heißt, da fallen auch noch Zinsverluste an, die sich auch schon aufaddiert haben auf über 200 Millionen. Diese Beträge, über 600 Millionen allein für die Grundstücke und nicht vorhandene Grundstücksverwertung, die zahlt die Stadt Stuttgart. Ja, da kann man nicht, das kann man nicht ausblenden, so wie es der Herr Schuster leider tut. Aber jetzt vielleicht gerade nochmal, die Fragestellung war ja, alle Gewalt geht vom Volke aus. Und jetzt nochmal ganz konkret dieses Spannungsverhältnis. Ja. Wir haben jetzt mal die eine Seite, das glaube ich alle Parlamente Stuttgart 21 mit breiter Mehrheit abgesegnet haben. Also durch legitimierte Vertreter von den Bürgern. Gut, und jetzt kommt meine Frage nochmal. Wir haben jetzt die Grenzziehung einerseits, ein legitimiertes Projekt, jetzt das Bürgerbegehren gegen Stuttgart 21 und die Deutsche Bahn, die möglicherweise ja auch Rechte hat, die möglicherweise auch der Staat, sprich der Bund oder das Land, auch entsprechend verteidigen muss. Das war meine Frage. Und gerade diese Grenzziehung, inwieweit kann man demonstrieren, wie weit geht das Demonstrationsrecht, das ist ja ein hohes Gut, wo wir da haben. Diese Grenzziehung, die hätten sicherlich gerade die Zuhörer von Ihnen.